Da sind wir wieder. Und ich habe mir überlegt, wir machen die Kanalisation zusammen. Ich meine, ich hatte mir mal überlegt, naja, ich könnte diese ganzen Kämpfe und Seelen farmen und so, könnte ich eigentlich alles rausschneiden. Aber auf der anderen Seite denke ich mir mittlerweile, das ist YouTube. Auf YouTube kann man im Gegensatz, als wenn ich das live irgendwo spielen würde, auf Twitch oder sonst halt so als Livestream, dann kann man das nicht überspringen. Aber auf YouTube kann man alles einfach überspringen. Das heißt, die nächsten, keine Ahnung, 20 Minuten oder so, werde ich mich hier in dieser Kanalisation aufhalten und werde Seelen ranholen, damit ich genügend habe, um die Zauber zu lernen, weil ich bin ja gleich Level 20. Hier unten gibt es ja einigermaßen gute Erfahrungen, so 700-800 pro Kampf. Und Walner braucht ja irgendwie nur noch 5000. Das heißt, der hat sowieso gleich. Dann ist er Level 20, dann können wir neue Zauber lernen, glaube ich. Weil bei den Skills ist es so, dann für den ersten Skill brauche ich Level 1, dann Level 40 und dann Level 80. Aber bei den Zaubern ist es, glaube ich, so, dass es alle 10 Levels sind. Ja, es gibt fast 1000 Erfahrungen und 3 Seelen und ist ziemlich einfach. Im Gegensatz zu den anderen Gebieten, wo die Gegner mittlerweile schon langsam ein bisschen schwieriger werden. Wo ich für meine 1000 Erfahrungen schon ein bisschen mehr machen muss. Ja, das sind ganz einfache 4 Seelen, die ich jetzt hier kriege. Und mit Level 20 muss ich mal gucken. Also je nachdem, was ich für Zauber kriege, probiere ich eventuell den Werwolf doch nochmal. Natürlich werde ich da vermöbelt, aber das ist mir egal. Ich habe kein Problem damit zu sterben. Ich mag das. Deswegen, das ist ja auch ähnlich wie mit den Diebinnen zum Beispiel. Also so am Anfang so Sachen machen, die du eigentlich erst später machen solltest. Ich mag sowas. Auch zum Beispiel ich weiß nicht, wenn ihr Final Fantasy 9 mal gespielt habt, wobei das gibt es mit Sicherheit in jedem Spiel irgendwo, das gibt es auch bestimmt in allen anderen Final Fantasies und in allen anderen Rollenspielen auch. Aber da ich in meiner Kindheit Final Fantasy 9 gespielt habe, gab es einen Punkt, wo es einen Gegner gab, den du normalerweise zu dem Zeitpunkt noch überhaupt nicht besiegen solltest. Zwar in Giza Marluks Grotte war das, da konnte man aus der Grotte mit so einer Leiter rausgehen auf so ein Plateau. Und auf diesem Plateau oben war ein Drache, der hieß Tatzelwurm. Und normalerweise ist man an dieser Grotte und an dieser Leiter vorbeigekommen, wenn man in der Main Story gerade so auf Level 20 oder so war. Also das ist jetzt nur geraten, so ungefähr Level 20. Und den Boss, obwohl es eigentlich nur ein ganz normaler Gegner war, den solltest du eigentlich nicht schaffen, bevor du mindestens Level 50 oder so bist. Und der hat so unglaublich viel Erfahrung gegeben, aber mit ganz viel Glück und mit ganz besonders viel Taktik konntest du den halt auf Level, keine Ahnung, 10, 15 schon besiegen. Wo du halt das erste Mal in dieser Grotte warst. Und das habe ich auch geliebt. Ich habe Ewigkeiten gebraucht, um den zu knacken, aber es ging schon. Mit ganz viel Glück konnte man das schaffen. Dann musste man vorher auch in anderen Städten, musste man bestimmte Items mitnehmen, um den zu schaffen. Ich finde das schon lustig. Ich mach sowas ganz gern. Der Tatzelwurm, ich werde es nie vergessen. Konnte man nämlich vorher bei so einem Turnierfestival, konnte man einen bestimmten Gegenstand gewinnen, der Blitzschaden komplett aufgehoben hat, beziehungsweise in HP umgewandelt hat. Und da dieser Drache die ganze Zeit so eine Blitzgar, also so einen starken Blitzzauber gemacht hat, konnte man den Zauber schon mal komplett ignorieren. Mit richtigen Abilities konnte man auch seine Giftzauber umlenken. Aber auch bei diesem Jagdduell, da musste man eine bestimmte Person gewinnen lassen, was ich am Anfang gar nicht wusste, dass das überhaupt geht. Also all solche Sachen. Und dann war die Walner Level 20, guck an, dann war die Freude, als ich es doch irgendwann geschafft habe, dann gleich noch viel, viel höher. Wir machen mal schnell noch die restlichen Viecher weg, glaube ich. Aber so ein Durchgang durch die Kanalisation sind immer richtig schön viel Seelen. Ich bin ja mit 47 jetzt hier runter. Ich weiß jetzt nicht, was ich jetzt gleich am Schluss habe. Aber ich weiß nicht, ich halte mich hier einfach gern auf. Die Erfahrung ist nicht schlecht, die Seelen sind nicht schlecht.
Wir haben jetzt zum Beispiel schon 73 Seelen, das heißt, wir haben ungefähr 25 Seelen jetzt schon gekriegt. Und wenn ich die Kanalisation jetzt noch bis zu den Diebenen durchmache, ja, dann sind es so 30, 40 Seelen pro Durchgang. Ja, der Anfang gefällt mir fast ein bisschen besser. Hier sind mir fast ein bisschen zu wenig Viecher. Ja, hätte ich mal viele Kämpfer am Anfang eingestellt. Ja, sie schaffen es noch nicht ganz, die zu one-shotten. Ab Level 20 zum Beispiel jetzt werden die... Ich gehe jetzt sowieso raus. Weil jetzt ab Level 20 werden die Gegner, wird das Seelengefarmen noch schneller. Weil ich bin gerade so an der Kante, die zu one-shotten. Und auf Level 20 kann ich nochmal bessere Ausrüstung kaufen. Das werde ich jetzt alles auch in Waffen stecken. Und dann kriege ich die, dann kann ich die vielleicht one-shotten. Aber wisst ihr was? Das testen wir mal. Wir gehen jetzt mal zurück. Weiß gar nicht, ob ich den gespeicherten Ort jedes Mal löschen würde. Er würde wahrscheinlich jetzt einfach den neuen Ort halt jeweils als gespeicherten Ort benutzen. Ja, das Geld kann ich jetzt gleich super gebrauchen. Na, kann man schon mal, ob der was Neues hat? Nee, noch nicht. Der hatte eventuell was gegen Wasser oder so. Irgendjemand hatte mich mal mit Wasser. Ach ja, diese Eisdrachen in dieser Eishöhle. Aber nur wegen denen kaufe ich mir jetzt die 4000 Fila. Jawohl, ja. Jetzt kann ich richtig schön shoppen gehen. So, die Frage ist jetzt, lernen wir einen Skill oder lernen wir jetzt... Wenn ich jetzt einen Skill lernen würde, dann hätte ich noch 42 Seelen. Das würde noch für zwei Zauber reichen, das geht eigentlich. Also können wir einen Skill schnell lernen. Und zwar lernen wir... Langsam habe ich eigentlich die für mich wichtigsten. Ja, wobei das Entdecken der Geheimgänge brauche ich auch bald. Wir können mal mit den Level 1er Geheimgängen an. So, jetzt lasst mich mal schnell speichern. Ich will jetzt nämlich sehen, was das jeweils jetzt für Zauber sind. Warte mal, geh mal oben lang. Habe ich alle Rezepte, die ich habe, benutzt? Okay, eins, was ich nicht lesen kann. So, gucken wir doch mal. 42 Seelen, damit sollte ich zwei Zauber lernen können. Gut, freie Sicht ist jetzt. Oh, Blendblitz ist vom Level her zu hoch, oder? Ja, das ist für Stufe 30. Große Klug. Okay, ich habe sogar überhaupt gar keine einzige. Ich meine, ich könnte freie Sicht. Ich mach ihn trotzdem mal. Dann kann ich blind wegmachen, falls mir das jetzt mal passiert. Okay, aber wir können noch mal ein bisschen rumtesten. Wir können ja mal. Wir hatten noch keinen Schadenszauber. Elaine hat Blitz und Lähmen. Valner hat Blitz. Aska hat bisher nur Lähmung. Das heißt, ich könnte mal gucken, ob das hier vielleicht ein Schadenszauber wird. Weil die Lähmung ist in Ordnung, aber die macht jetzt nur sporadisch hin und wieder mal Schaden. Hagel, das könnte sogar ein Flächenangriff sein. Valner, Aska und Elaine können das lernen. Ja, von mir aus Elaine und Valner. Schauen wir doch mal, was ist das denn? Ah, trifft alle Gegner. Das ist nicht schlecht. Ja, das können wir doch mal behalten. So, jetzt haben wir schon mal neue Zauber und jetzt holen wir uns auch mal neue Ausrüstung. Hier drinnen zum Beispiel. Ja, hin und wieder die Hintergrundmusik. Ich glaube, da muss ich meinen PC mal neu starten. Hin und wieder verschluckt die sich bei mir so ein bisschen. Okay, wir könnten mal jedem eine neue Waffe kaufen.
Schaden gegen Untote, wobei ich habe eigentlich einen extra Giftknüppel, den finde ich theoretisch besser. Klingenschild wäre auch nicht schlecht. Plus 3 Angriff. Ja, mit den restlichen Rüstungen warte ich mal. Seht ihr nicht meine Geldzahl? 69. So, jetzt kann ich mal ganz schnell gucken. Ja, so viel Unterschied ist es jetzt natürlich nicht. Behalt mir den Giftknüppel. Die Sache ist, weil so viele neue Zauber brauche ich jetzt gar nicht. Von den Skills her bin ich eigentlich auch zufrieden. Das heißt, eigentlich bräuchte ich noch kein... Sollen wir den Werwolf nochmal probieren? Ach komm, wisst ihr was? Wir probieren ihn nochmal. So rein aus Jux und Tollerei. Wir kaufen uns mal nochmal die Tränke und probieren es noch einmal. Ach, Moment mal, die Tränke gibt es da drüben. Oh, geht mir aus dem Weg. Bei dir. Was hat der eigentlich für ein Gerät dabei? Das habe ich, glaube ich, noch gar nicht angeklickt. Okay, die Blitzstäube gehen mir auch langsam aus. Also wir kaufen uns mal... Oh Gott, ist das toll. Wir kaufen uns nochmal 4 Blitzstaub. Oh, wir brauchen auch Gifttränke. Und 6 Gifttränke. Gott, sind die teuer. Ach ja, genau, das war ja der Fertigkeiten-Kaufpunkt. Okay, wisst ihr was, wir probieren es nochmal. Aber ich glaube wirklich nur ein einziges. Ah ja, die ersten Runengeneratoren sind ja auch schon eingetroffen. Ui, ui, ui. Okay, komm, einmal geht's noch. Und wenn das nicht klappt, dann können wir... Weiß gar nicht, was wir als nächstes machen könnten. Könnte den Arena-Kampf auch nochmal probieren, aber ich glaube, man kann diese Dame da drin nicht stunnen. Die kaputten Städte könnte ich mir auch mal angucken. Vielleicht. Darf sie halt nicht töten, also selbst wenn ich stark genug wäre, dürfte ich die Werwölfe hier nicht töten, weil ich die ja danach alle übernehmen will. Okay, da wären wir wieder. Ich benutze keinen Speicherstein. Oder sollen wir einen benutzen? Sollen wir einen benutzen? Wir sollen, oder? Ich glaube, wir sollen. Sollen wir? Ja, ich glaube, wir sollen. Ich glaube, wir sollen, oder? Schattenresistenz, 6 Intelligenz, Schutzring. Komm, ich habe 4 Stück. Wir nehmen einen her. Oioioioioi. Wenn ich die Quest abgeben würde, aber ich meine, ich mache es eh nicht, weil ich nicht lügen kann, aber ich will diese Werwölfe in meiner Gruppe haben. Ich liebe diese Viecher. Ich würde diesen Werwolf in meine Gruppe reinnehmen und ich würde nie wieder für gesamt Vampire Stone 2 einen anderen Begleiter in meine Truppe nehmen. Gott, wir sind immer noch so langsam. Okay, dass Asghar rasend ist, macht die Sache jetzt nicht besser, weil dann hebt er ständig von irgendwelchen Leuten das Gestante auf. Oh Mann, ey. Oh. Ja, der Anfang lief jetzt nicht so gut. Also ich müsste am Anfang ein bisschen Glück haben. Theoretisch. Ich müsste ein bisschen Glück haben. Es gäbe auch einige Artefakte im Spiel, die mir so helfen würden, aber ich komme noch an kaum irgendwelche ran. Ich glaube, selbst wenn ich es versuchen würde, würde ich momentan an kein einziges rankommen.
komm schon, wir müssen nur eine Runde überleben. Nein, Elaine, nicht! Egal, das kann ich wieder aufheben. Oh, Blitzstaub, Blitzstaub, Blitzstaub. Blitzstaub, Blitzstaub, Blitzstaub. Okay, zwei Leute hat's nur. Was? Okay, die unteren beiden sind gelähmt, die oberen beiden nicht. Ich weiß gar nicht, ob der Vampirstein Leute auch wiederbeleben würde. Sollen wir es mal testen? Komm, wir testen es mal. Nein, der darf sich ja immer noch bewegen. Okay, es sind alle gestunt, bis auf der da oben. Der kann aber mit wilder Wut, kann er noch einiges rumreißen. 409 Schaden. Komm, lähm, gelähmt. Lähmt den, ihr müsst den lähmen, Leute. Ihr müsst den lähmen. Lähmender Frost. Komm schon, ihr müsst den lähmen. Die kriegen alle Schaden, das sieht so gut aus. Ist der gelähmt? Ich glaube, er ist gelähmt. Nein, der ist immer noch nicht gelähmt. Oh Gott, nein. Oh Gott, nein, ich will doch nur diesen Werwolf. Es sah nicht schlecht aus. Es sah tatsächlich nicht schlecht aus. Der untere ist sogar, glaube ich, schon fast tot. Weil der schon keinen Schaden mehr kriegt. Der kriegt schon keinen Schaden. Würde jetzt Aska einmal Hagel machen können, würden, glaube ich, zwei Leute schon sterben. Komm. Okay. Lähmender Frost. Rasend, gelähmt. Okay, nur der da unten darf sich momentan bewegen. Jawohl! Nein, die sind doch... Oh Gott, die dürfen sich noch... Okay, sie sind aber beide gelähmt. Okay, Moment. Das sieht gut aus. Ich glaube, wir schaffen es. Ich glaube, wir schaffen es. Ja, okay, der oben blutet jetzt noch. Okay, jetzt müssen wir nur noch einmal Schaden machen. Der da oben ist auch tot. Ich sag doch, es klappt. Okay, ist der tot? Ich sag doch, es klappt. 16.000 Erfahrung, 1.000 Phila gefunden. 4 Seelen, Walner, Aska. Ich sag doch, das geht. Das war wohl nichts, Bursche. Sein Amulett. Wo hatte er das nur her? Ist doch völlig egal. Wichtiger ist, dass wir es uns zunutze machen können. Amulett des Wolfs. Roter Stein, eine Blutrune. Restlos abgeknabbert. Jetzt können wir die Werwölfe selbst kontrollieren. Heute war ein guter Tag. Ja gut, Elaine ist natürlich wieder Fräulein Moralapostel. Okay, das ist ein Speicherstein wert. Ah, jetzt gehören sie uns. Diese dreckigen Menschen fallen wirklich in der Nahrungskette immer weiter runter. Zumindest haben wir den Schuldigen gefunden. Ja, genau jetzt wissen wir, was hier passiert ist. So viel Tote, der war bestimmt lecker. Werwölfe! Werwölfe hatten wohl großen Hunger, ja. Werwölfe, kommt zu mir. Der hier sieht noch frisch aus. Schade, leider kein Blut mehr übrig. Ja, es liegt alles daneben. Der sieht auch noch relativ frisch aus. Ziemlich gründlich abgeknabbert. Gehorche, sie gehören uns. Wisst ihr was, lieber Lord, das war schön, dass du da warst. Schön, dass du...
ausgetauscht werden kannst. Mein lieber Lord, danke, dass du in meiner Gruppe warst, aber auf Wiedersehen. Von jetzt an und bis in alle Ewigkeit lernt mal unser viertes Gruppenmitglied kennen. Das ist genau wie in Vampire Storm 3. Da gab es ab einem bestimmten Punkt auch nur noch ein Gruppenmitglied, und zwar ihn hier. Da ist er, der Werwolf. 178 Angriff. Genau, ich glaube, was ein Sonstiges kann er noch tragen. Ich habe jetzt momentan noch keine sonstigen Gegenstände, die irgendwie Schaden machen würden, aber das reicht mir völlig. Kein Blut, kein Interesse, du bist wirklich unmöglich. Dankeschön. Blut, kein Interesse. Na, du bist mit Sicherheit auch verschlossen. Kriegt noch jemand Hunger? Guck an, ein Blut an. Der ist der Lebens... Es ist alles für Valna. Tut mir leid, meine Lieben, aber das ist alles für Valna. Der Werwolf in der Gruppe. Der hatte sich seinen Tag bestimmt auch anders vorgestellt. So sieht's aus. Gehorche. Seht ihr, man brauchte nur ein bisschen Glück und dann geht es schon. Zwar habe ich zwei Vampirsteine dafür verheizt, aber das ist mir egal. Ah, das ist mir egal. So viel Tod, egal wo man nur hinschaut. Tja, wie viele Menschen mussten hier sterben? Ob sie jetzt durch die Werwölfe oder durch uns, ist doch auch schon egal. Darum geht's nicht. Ach, Elaine. Soll ich wirklich einen Dietrich verheizen? Ja, ach. Ja, ach. Das hätte ich ja nun gar nicht erwartet. Okay, hier sind doch bestimmt noch ein paar. Die sehen auch noch relativ frisch aus. Da ist doch noch einer. Ja, viel weniger Menschen in irgendeiner Stadt. Die armen Leute. Ja, wahrscheinlich in Ordun. Hier will ich mal den Burgkampf benutzen. Und fest mal so viele Skelette, wie hier liegen. Ja, den Werwölfen scheint es geschmeckt zu haben. Auch ziemlich gründlich abgeknabbert. Ja, sie hatten halt Hunger. So, einen haben wir eventuell noch. Da. Nur noch die Knochen übrig. Gehorche. Was für eine Verschwendung von gutem Blut. So, sehr schön. Damit haben wir auch die Werwölfe in unserer Gruppe. Finde ich gut. Okay, sehr schön. Wir können die Quest leider noch nicht abgeben. Ich kann ja mal rein aus Interesse schauen, was der mir geben würde. Weil die Quest ist ja eigentlich so gedacht für Level 60 oder sowas. So rein aus Interesse gucke ich mal, was er mir geben würde. Na, kann er das herausfinden? Ja, wir haben die Täter zur Strecke gebracht. Was echt? Wer denn? Tief im Wald versteckt. Ihr habt ihn erledigt, was war's denn? Ich glaube, es hat keine Nachteile, wenn man versucht zu lügen. Tatsächlich, naja, ich glaube, ihr übertreibt. Trotzdem danke, dass ihr sie erledigt habt. Nehmt diese Tränke, ihr habt die Wunden davon getragen. Drei Heiltränke, dankeschön. Hier noch eine finanzielle Anerkennung. Ihr habt das Geld wohl eher verdient. Kann ich mich jetzt darum kümmern, die Leiche vorzuschaffen? Ne. 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 Ich weiß nicht, was er mir gibt, wenn ich ihn belügen kann, aber so machen wir das mal nicht. Wir machen jetzt eher mal das hier. Die sind jetzt nämlich nur noch orange, das heißt, das könnten wir schaffen. Tja, was ist denn hier nur los? Gucken wir mal. Die werden mich jetzt mit Gift voll spucken, aber wir können zumindest mal testen, ob das geht. Wir haben zumindest neue Waffen, also können wir mal schauen, ob das klappt. Jawohl, Werwolf. Ich mein Blut sagen so rein aus Interesse, muss ich es mal testen. Nee, es geht natürlich nicht. Nein, nicht auf Aske! Werwolf vergiftet ist blöd. Freie Sicht von blind und geblendet. 107, okay, der Blitz klappt aber.
Wieso macht der bei dem einen Schaden, bei dem anderen nicht? Hä? Okay, der Blitz ist aber nicht schlecht. Also ich glaube, mit dem Blitz können wir uns hier durchhauen. Würde ich sagen. Wie sieht es denn mit Eis aus? Okay, also Eis klappt nicht, aus irgendeinem Grund nicht. Vielleicht sind es zwei unterschiedliche. Weil einer von diesen sah anders aus. Also die sind anscheinend unterschiedlich. Das heißt, der, bei dem die Arme so nach unten baumeln, bei dem geht Eis nicht. Aber das schaffen wir hier. Und wenn ich wenn ich Heilung brauche, kann ich einfach schnell zurück. Und kann hier schnell Blut saugen. So, am wichtigsten ist, dass der Werwolf nicht stirbt, weil den werde ich mit Sicherheit nicht sterben lassen. Nach einem Kampf. Nom, 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 nom. Ich kann so viele Quests abgeben. Auf Level 40 werde ich so viele Quests abgeben können. So, das war das. Wir können ja mal weitermachen, dann ist das nämlich auch schon mal erledigt. Ein bisschen Level würde nicht schaden. Ich schaue nochmal ins Menü rein, wegen den Hauptquests. Also die Hauptquest ist immer noch Schlüssel für Level 35. Das kann ich alles eh noch nicht abgeben. Die ist eigentlich auch für Level 30 gedacht, die Quest, die ich gerade mache. Ah, der Schrein des... Ah, das wird sogar markiert, der Schrein des Feuers. Finde den Schrein südöstlich von Burg Jola. Ach, das wird sogar tatsächlich markiert. Ach, schau an. Okay, Level 25 wäre das nächste Bruchstück. Das haben wir sowieso danach. Wir könnten zuerst mal zum Schrein des Feuers gehen. Südwestlich von Jola. Was war denn nochmal Jola? War Jola nicht die südlich von Asgars Schloss? Ich glaube schon. Ja doch, ich glaube schon. Ich finde es so schön, ich mag diesen Werwolf. Also er hat ja schon den ersten Zauber, aber ich glaube, bis er den nächsten kriegt, wird es locker noch ein paar Level dauern. Weil man sieht ja, die Quest war für Level 50 und eigentlich ist es, glaube ich, so halt noch gar nicht gedacht, dass du den schon hast. Aber das ist, glaube ich, Jola, oder? Oder? War das nicht Jola? Verdammt, als ob ich mir das merken könnte. Verdammt, ich weiß es nicht. Was war nochmal Jola? Varys, Ados, Horan, Raka, Zaras. Doch, das ist schon Jola. Es hieß doch südlich von Jola, oder nicht? Südöstlich von Jola. Doch, wie viele offenen Sachen ich habe. Wobei, viele davon könnte ich eigentlich schon abgeben. Südöstlich von Jola. Wenn das hier Jola ist, südöstlich. Irgendwo am Strand. Hier irgendwo. Nee, du bist es aber nicht. Ah, Moment, das ist aber eine Höhle, die ich sogar machen kann. Das ist sogar eine Höhle für mein Level. Brechen wir mal schnell ab. Da ist schon wieder eine Kopfgeldjägerin. Zack. Ja, aber die ist sogar genau für mein Level, die Höhle. Die Kopfgeldjägerin ist nicht schlecht, da kann Walner gleich mal ein bisschen was saugen. 38 Schaden, pa. Wie sieht's denn mit Eis aus? Null. Also sein Eis haut mich in letzter Zeit irgendwie nicht so um. Wie viel HP haben die denn?
Wie viel AP haben die denn? Der Werwolf ist auch so schnell. Okay, komm mal her, wir müssen Blut saugen. So, habe ich euch. Jetzt wahrscheinlich noch teurer geworden, oder? Ja, 13.400. Also es scheint tatsächlich immer mehr zu werden. Auch wenn ich nur mal irgendwo Blut saug. Die Leute scheinen das doch wohl irgendwie mitzukriegen. Okay, die blutet noch nicht. Das ist jetzt ein bisschen blöd. Aber egal, dann können wir nur noch häufiger saugen. Hört mal mit diesem Rundumschlag auf, wenn der tut ganz schön weh. Jetzt blutet sie wenigstens. Okay, gucken wir uns doch gleich mal hier drin um, oder? Wenn wir schon mal hier sind. Ich liebe diesen Werwolf. Er kann zwar nichts außer angreifen, aber ich mag ihn einfach. Sobald man ihm später auch noch Items geben kann, weil er kann ja zum Glück ein Accessoire tragen. Und dann kann man ihm echt schöne Items geben. Jetzt müsst ihr das hier aber langsam mal töten. Sonst killt die noch mein Werwolf mit dem nächsten Rundumschlag. Ja, das hat sie jetzt davon. Sie lernt es aber auch einfach nicht. Blut. Na dann komm mal her. Können wir vielleicht irgendwie vergiften oder sowas? Oder lähmen oder Blutungen? Also Blitz bringt auch nicht viel. Okay, der kann nicht bluten. Ich könnte ein Gift, aber ich will keinen Gifttrank jetzt nur für den benutzen. Gerade du, Werwolf, darfst nicht vorbeischlagen. Oh, Leute! Wie sie einfach nur alle daneben schlagen. Oh, was ist denn los mit euch? Ja, jetzt grittet, um das mal wieder aufzuholen. Ihr Flaschen. Oh ja, oh ja, komm her. Ja, 37 Blut ist jetzt auch nicht besonders viel. Kampfschild brauchen wir nicht. Es tut mir leid, Hase. Blut der Gruppe um 11. Aha, Rezept. Eiskometen, das klingt gut. Den könnten wir vielleicht gleich mal bauen. Aska hat ja jetzt ja einen Flächenzauber und Eiskometen ist vielleicht noch für irgendwen anders. Da ist vielleicht noch eine Statusrune oder so mit drin. Dann kann Elaine die vielleicht noch lernen. Die Musik. Ach, guck an, das war's schon für die Höhle. Okay, nehmen wir das Viech mal noch mit. Und dann würde ich sagen, mach mir den Zauber mal. Je nachdem, ob ich den jetzt natürlich überhaupt schon bauen kann. Aber ich glaube, ich bin schon in der Nähe von dem Feuerschrein. Auch wenn ich da wahrscheinlich vom Level her noch nicht so viel zu suchen habe. Wobei, ich glaube, der Feuerschrein war im Zweier im Gegensatz zum Einser viel leichter reinzukommen. Das war, glaube ich, wirklich nur, man geht rein und dann ist man schon direkt an dem Abgrund, wo man da die Steine runterwirft. Da ist, glaube ich, irgend so ein Feuerphönix oder sowas drin. Aber ansonsten ist da, glaube ich, ziemlich leicht reinzukommen. Aber ich glaube, ich bin hier schon richtig. Hier in der Nähe. Wir speichern nochmal schnell ab. Ich glaube, ich bin hier gar nicht so falsch. Das hier sieht nämlich wirklich richtig aus.
Können wir mal schnell nachschauen? Wäre wahrscheinlich schneller, wenn ich nach rechts scrollen würde. Beziehungsweise andersrum. Hier. Der Schrein des Feuers. Okay, das ist so in der Ecke. Das ist auch der Moment, das ist die falsche Bergart. Ah, das sieht. Ah, ja, genau. Okay, das sieht besser aus. Ja, wir hätten theoretisch Eis mit Lähmung. Sollen wir mal probieren, den zu besiegen? Komm, probieren wir es mal. Oh je. Boom! 220. Okay, das klappt auch schon mal überhaupt nicht. Wow! Okay, zweimal. Vielleicht kann man den gar nicht lähmen. Zweimal probiert zu lähmen und es klappt nicht. Können wir doch fliehen? Ne. Wisst ihr was? Ich drücke mal auf. Wo ist denn mein F12? Da ist mein F12. So. Laden. Ne. Wir sind hier. Joa, jetzt bin ich. F12. Moment, ich bin in der Ecke da festgesteckt. Ich dachte, ich komme da an der Ecke vorbei. Okay. So, nutzen wir mal die Macht der Steine. Ich habe sogar zwei. Ich könnte sogar eventuell drei haben. Boah, vor allem Angriff. Sehr cool. So, und da haben wir auch den Feuerrunengenerator. Erschafft eure Runen. Ja, ab ins Schloss. So. Angriff ist wirklich sehr gut, weil ich greife halt am meisten. Es sind ja 15 Angriffe, nicht dreimal. Ja, genau, ich hatte drei rote. Wunderbar. So schnell kann man plus 15 Angriff machen. Okay, so, an dir laufen wir mal vorbei. Das sollte jetzt nicht allzu schwierig sein. So, dann haben wir das erledigt. Wir könnten das nächste Bruchstück holen. Zum Beispiel. Und ich schau mal schnell, für welches Level Eiskometen ist. Aber Eiskometen klingt jetzt nicht so, als wäre das jetzt für mich. Ich flieg mal schnell bei Askas Schloss vorbei und schau mal schnell. Hier. So rein aus Interesse, ob ich das vielleicht schon bauen kann. Schauen wir mal. 24 Sinn, das würde sogar für einen Zauber reichen. Oh, Eiskometen. Ah, wir brauchen eine Eisrune. Den Generator von Eisrunen habe ich schon, aber ich glaube, ich habe noch keine Seelenfragmente. Zwei Seelenfragmente. Aber die kann ich, glaube ich, noch nicht herstellen. Diese Seelenfragmente kann man, glaube ich, hier unten herstellen. Aber das Kind der Apokalypse fehlt mir noch. Das Problem ist, dass ich an das Kind der Apokalypse nicht rankomme, weil das auf so einem Schiff gefangen ist, wo Valna die ganze Zeit sagt, das ist für unser Level noch zu schwer. Also bringt mir das jetzt noch nichts. Ich würde sagen, wir holen uns mal das zweite Bruchstück. Glaube ich. Wir brauchen aber nochmal schnell Blut. Und es würde vielleicht nicht schaden, mal ein paar neue Rüstungen zu holen. Wir mal schnell schauen. Kampfschild, Eisenrüstung. Silberrüstung, gehörnte Helm, Silber, Stahlhelm. Eigentlich bin ich ganz zufrieden. Bis auf die Accessoires bin ich ganz zufrieden mit den Leuten. Das geht schon. So, du musst leider mal wieder herhalten. Tut mir leid. Oh,
Es wird wirklich langsam Zeit, dass ich Level 40 werde. Das schwache Aussaugen. Ich brauche unbedingt Blutsaugen. Ein neues Level. Ich brauche so viele neue Skills. So, tut mir leid. Einmal musst du noch zur Ada gelassen werden. Und jetzt holen wir uns das nächste Bruchstück. So. Die Angriffe lassen auch mal auf sich warten. Theoretisch müssten die Ritter bald mal wieder angreifen. Die Elras hatten wir erst, glaube ich, letztes Mal oder so, aber die Ritter waren schon lange nicht mehr da. Aber ich glaube, ich habe jetzt das Übelste überstanden. Wisst ihr was? Wir speichern hier mal ab und gucken uns in der nächsten Runde mal das nächste Bruchstück an, würde ich sagen. Dann holen wir uns das und dann kommen wir im Level schön voran. Und dann vielleicht probiere ich nochmal die Arena, aber ich hab, was ich wollte. Ich habe den Werwolf. Jetzt braucht er nur noch ein schönes Accessoire. Alles andere kann er nicht tragen. In 193 Angriff, der wird einfach der Stärkste in der Gruppe bleiben. Vor allem später, wenn ich noch bestimmte Items habe, die ihn einfach noch stärker machen. Aber abwarten, das kommt alles noch. Meine lieben Leute, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, bis dann.